Und weiter geht es mit einer neuen Aufnahmesession hier bei Naruto Shippuden Ultimate Storm Generations. Ganz genau, wir drehen an gegen jemanden, den ich gar nicht gesehen habe, weil ich gar noch hier alles einschalten musste. Meine Fresse hat etwa 20 Minuten gedauert, bis ich endlich meine Verbindung hatte. So, ja, in der letzten Folge noch, wir haben den Tipp gegeben, auch eine Bitte dazu geäußert, dass ich mal einen anderen Charakter nehmen soll. Und der kam nicht nach. Wen nehme ich heute? Ich habe da schon einen ins Auge gefasst, und zwar genau den Raikage. Was natürlich sehr lustig sein kann oder sein wird, weil ich habe schon seit circa 2 Wochen nicht mehr gezockt und naja, wer sieht sie dann? Wegen Defensivtypen und so. Ach, okay, der ist ein Blocker. Ja, ihr habt mir auch Tipp gegeben, dass es gut wäre, wenn ich einen Hilfscharakter, sag ich jetzt mal, oder einen Teamkameraden als. Was hat der für ein Team da? Wenn ich einen Hilfscharakter zum Blocken verwenden würde und dann zum Angreifen. Aber muss ich erstmal sehen, wie die so miteinander agieren. Was ist jetzt schon da? Eine gute Verbindung! Oder auch nicht so. Okay, ich sehe gerade, ich müsste jetzt wieder einen Unterschied lernen zwischen Ultimate Ninja Storm 2 und Generations. Dass sie da einen Verbindungsunterbruch hat, finde ich auch nicht cool. Ah, kein Chakra mehr. Der blockt, aber ich habe ihn gebracht, das auch nicht. Mann! Der kann doch gar nicht so eine schlechte Verbindung haben. Oh. Ja, ist an! Alter Schwede! Echt, der kommt zuerst dran, ist mal neu. Ja, komm schon. Mann! Das kann ich gar nicht gebrauchen. Und tschüss, Mann. Ich gehe sowas von unter her. Das ist unglaublich! Ja, okay. Mann, wieso habe ich da Verbindungsunterbrüche? Gibt's ja wohl nicht. Ah, wenn ich das hasse, wie ich das. Da, jetzt geht's. Ja, ein bisschen Eingewöhnungszeit muss leider auch sein. So, jetzt bist du fertig, Alter. Du musst halt der Wachzuschauer anhalten. Ich weiß, weil er ein bisschen billig und so, aber. Was willst du machen? Geht ja nicht anders, vor allem wenn es dazu. Ja, scheiße doof ist. Also irgendwie wird das Gefühl nicht los, es wird langsam Spamming, was ich hier betreibe. Ich bin ein Spammer, scheiße. Oh, jetzt mit. Ich bin auch der Spammer. Oh, ganz gut. Oh, er kann noch ausweichen. Ich nicht mehr. Und ich bin gleich sowieso da. Das ist doch einfach nur zum Mäuse klopfen. Eigentlich zum Mäuse melken, aber. Scheiße, wollte gerade noch blocken, aber nichts mehr gewesen ins Schwesen. Alter Schwede. Moment mal kurz hier. Ich schau gerade etwas. Das merkt jetzt wirklich nicht groß. Was vertreiben? Nee, Verbindung habe ich super. 100 Megabit pro Sekunde müsste eigentlich locker reichen. Und er hat ja auch 2 Striche, ist aber ein dauernd Verbindungsunterbrüche. Hat er schon lange nicht mehr. Ja. Das Team hier mit dem Raikage, Arn, Darui und dem anderen Typen mag im Anime und im Manga ein super Team sein, aber so wie ich mich gerade anstelle, ist er ein super Flaschenteam. Naja. Knapp 3 Minuten, ja, für ein Quick Online Battle, was ja gar nicht mal so übel war. Scheiße. Toll, wieder Mitspieler suchen. Kann ich auch irgendwie Spielerkampf, ja, schnelles Spiel vielleicht. Aber das klappt in der Regel sowieso nicht. Ich muss vorhin ja auch, wie bereits am Anfang erwähnt, etwa 20 Minuten warten, bis endlich mal ein Kampf zur Verfügung stand. Also manchmal, hey. Na? Komm schon! Kein Abbruch! Hallo? Ja, jetzt geht's. Was? Nur 1? Oh, scheiße. Nein, wollte ich gar nicht. Zurück, so. Nur 1? Ja, gut, von mir aus. Was? Nee, kampfbereit, so. Verbindungsstärke nur 1, das ist der wohl. Naja. Aber irgendwie muss das dann trainieren, wa? Meine Fresse. So, 3 Kage haben wir kaum zu Gesicht bekommen, deshalb nehme ich den jetzt nochmal. Zum letzten Mal, keine Sorge. So, Blocken ausgeglichen, das ist nämlich sehr gut. So als Kombination müsste ganz gut aufgehen. Mal
kurz überlegen. Blocken, Ausweichen, Angriff, Superangriff. Superangriff sagen wir schon. Spezial und so. Okay. Müsste wieder funktionieren. Und vor allem muss ich mal mehr Items einsetzen. Hey, gibt's sie wohl nicht. Aber ja, mit Konstellation und so. Wenn sowieso die Verbindung mies ist, dann. Ja, doch, jetzt geht's. Wow. Nicht schlecht, Alter, nicht schlecht. Was war das gerade? Achso, eine Zwischenkacke war's. Und tschüss, Kiba. Oh, ich sehe gerade wieder. Ich schaue immer auf die rechte Seite. Scheiße. Natürlich ein bisschen fehl. Gebe ich ja gerne zu. Also, das funktioniert, hat es mich auch überrascht. Autsch. Mann, ey. Ah, mit Ausweichen klappt es auch nicht so, wie ich es gerne sollte. Mann, ey, lass mal in Ruhe da. Dem Hakimimaro. So, geht doch. Das wollte die ganze Zeit. Na, bitte. Was ist das hier? Ahnung, was war? Irgendwie was Lustiges? Autsch. Wo ist mein Blocker-Typ? Natürlich. Nicht da, wo ich bin, war wieder mal klar. Das. Oh, 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 Mann, Kimaru nervt. Genau deswegen nervt er auch. Komm schon, jetzt brauche ich. Ja, scheiße, ist weg. Er ist weg. Jetzt wird es natürlich noch wieder nichts mehr. Oh, 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 oh. Ups, ist er gerade. Nein, er könnte einen Ultimativ-Angriff starten. Natürlich nimmt er mal sehr scheiße. Das ging gerade ein bisschen schnell. Das war schnell für mich, weil er hatte kaum Schaden genommen. Alter, scheiße. Dieser Kimimaro, ey. Immer dann, wenn ich angreife, spielt der Gegner Kimimaro. Und was passiert dann? Ganz genau, ich bin am Arsch. Rang D, ja. Frage mich echt, ob es auch Rang E gibt. Revanche? Ja, wieso nicht? Mal schauen. Na, was machst du? Hallo, Alter, ich habe nicht ewig Zeit. Das ist dein Let's Play. Gegner fordert Revanche, na gut. Ja. Ich würde mal sagen, maximal dreimal, oder? Ist so, ja. Gutes Standardverfahren, würde ich mal behaupten. Dreimal gegen den gleichen, oder Gegnerwechsel. Der Charakter wechselt. Stimmt, der wollte den Charakter noch wechseln. Jetzt bin ich mit dem Rai KGA bereits ein bisschen gut drin. Mehr oder weniger. Ach, wieder bringt irgendwie überhaupt nichts. Der ist gleich zum Blocken. Na, es war auch nicht gerade das Wahre. Auch nicht gerade das Gelbe vom Ei, nicht wahr? Aber. Tja, was willst du machen? Das wäre noch verrückter. Ich könnte mal Kilobi nehmen. Wo ist der überhaupt? Mann! Ja, das ganze Zeug. Ich habe Kilobi nicht mehr gesehen. Hm. Egal. Die Standardtyp ist und er nimmt jetzt den erwachsenen Kakashi. Natürlich immer noch mit dem Tsuchikage und Kimimaro. Das war nur mal ein Gedanke, wa? Vielleicht auch nicht, finde ich einfach mal interessant. Wenn ich ein Ultimate Jutsu einsetze, dann funktioniert das nicht gegen den Teampartner. Mann, ich wollte rausweichen die ganze Zeit, so jetzt aber. Wieso kann ich eigentlich nicht mehr verfolgen? Das ging doch bei Generations. Also sprich, drei Kreuz drücken. Oh nein, es kommt jetzt an Kamui und tschüss. Und direkt reingelaufen. Ich sag mal. Also manchmal habe ich echt das Gefühl, der Gegner kann meine Gedanken lesen oder irgendwie kann ich seine nicht lesen.
Also entweder spielt mein Controller oder ist es wirklich die Verzögerung eben. Ich weiche die ganze Zeit aus, versuche Folgen und alles weiter und natürlich nichts funktioniert. Ja, und das kommt dabei heraus, ey. Ist doch scheiße. Und so soll einem Let's Play also Spaß machen. Ja, nee, ist klar. Nee, sorry, Alter, aber kein Bock. Echt kein Bock. Mit so einer Verzögerung, da habe ich echt keine Lust. Verlieren ist ja okay, aber wenn man einfach nur verliert, weil man nicht genau in der richtigen Sekunde, beziehungsweise in der Sekunde, damit man 2 Sekunden später halt auf den Gegner reagieren kann, den Tast gedrückt hat, nee, ganz sicher nicht. Versuchen wir es halt nochmal. Mit Sitzung suchen, Rang ist mir alles egal, ich will nur eine gute Verbindung, Mensch. Ist das echt so viel verlangt? Das kann doch wohl nicht sein. Die Frage ist aber auch, welchen Charakter nehme ich jetzt? Jetzt hatte ich einen Raikage, ich hatte Minato schon, Naruto auch schon, dann sind ja die schnellen Charaktere, aber von wegen schnell und so. Der wäre doch gut. Ja, natürlich, es kommt immer, Mann ey! Scheiß Online-Service. Ja, sorry Leute, wenn ich mich so darüber auslassen soll, aber ist doch wahr. Sobald du einen Kämpfer gefunden hast, ist der auch schon wieder weg und ja, ist doch immer das Gleiche. Und irgendwie eine eigene Sitzung anzulegen, bringt es auch nicht wirklich. Natürlich. Kaum ein Strich kannst du vergessen, ey. So, Sitzung anlegen, passiert sowieso nichts. So, Kampf bereit, lange dauert es, bis ich einen Gegner finde. Zur Not schneide ich es keine Sorge. Also, wenn das hier zu lange dauern sollte, schätze mal mehr als 10, 20 Sekunden, dann wird es nachher einfach geschnitten. Also, wenn du für den Kampf bereit bist, schließe eine Vorbereitung mit X ab. Ja. Wissen wir doch. Ist denn jetzt das erste Mal, dass du hier über den Bildschirm flimmerst? Jetzt kommt es schon wieder. Spielerkampf, wohl eher Spielerkrampf. S1 gegen S2. Der ist eigentlich schon lange bereit. Aber ist das schön, oder? So eine richtig grüne. Mit 2, ja, von mir aus, ey. KP0, BKB0, Lehrling. Ich überlege langsam echt, ob das Let's Play vielleicht in Let's Fail Online umbenennen sollte. Und es so lange laufen lassen sollte, bis ich irgendwann mal gewonnen habe. Weil das Ziel ist, so lange wie möglich zu verlieren. Das ist doch auch was. Ah, hier ist Killer Bee. Okay, nehme ich den jetzt mal. Ja, was brauche ich eigentlich alles? Angreifer etwas. Oh, gut, das ist ein Angriffstyp. Und was ist ein Bruder? Jetzt brauche ich noch einen für die Defense. Los, die Frage wer? Ach so. Den selber kann ich nicht nehmen. Uah. Ja, nein, doch den. Scheiße. Das muss man wohl offscreen ein bisschen besser zusammensuchen, wa? Ach du Scheibenkleister. Orochimaru ist altes Team, na das kann ja was werden. Der Typ mit der Persönlichkeitsstörung und dann auch noch die Frau mit dem Genjutsu. Mit dem Genjutsu-Fetisch ist natürlich. Wo bin ich? Hallo, seh nix. Ah, jetzt. Das dämliche Tor, ey. Ah, jetzt geht's. Ja, ist die Verbindung schon besser. Na Gott sei Dank, ey. Oh, aber kein Chakra mehr. Von wegen Verbindung ist besser. Ja, der Tanz, der ist sowas von schwach auf die Entfernung, ey. Guck mal! Bäm! Bisher läuft es noch besser, Freunde, aber es kann sich schnell ändern. Oh, nee, schon wieder das Tor! Achso, es ist. Jetzt sehe ich es erst, es ist die Technik von seinem Teamkamerad. Ja, so. Ups, war zu weit. Ah, Mann! Ja, ich habe einen Kilometer noch nie gespielt, ich kenne aus einer Entfernung nicht. Ah, meine Fresse.
Oh, das ist gar nicht gut. Komm schon, Raikage, ich brauch dich so jetzt. Hey, wo geht denn der hin? Ich sagte, Raikage braucht dich, was macht der? Juhu! Super funktioniert. Ah, das geht schon besser. Wow, was denn was? Was war das gerade? Wieso konnte der einfach abdoppeln? Bruderherz, ich brauch dich. Jetzt hat er aber geblockt. Aha. Aha, du kannst mir nichts, du kannst mir nichts. So, jetzt reicht's aber. Mann, du alter Sack, du nervst! Das. Ich weiß, was machen müsste, aber erstmal ein bisschen Chakra dafür sammeln. Das ist natürlich sehr clever. Kikobi! Komm schon! Oh Mann! Der Restor! Das schwert mir auch in die Sicht. So, jetzt aber. Hey, wie soll jetzt? Soll ich einen Teamangriff starten? Wieso hat das nicht geklappt? Den kann ich jetzt nicht ganz. Oh, wie muss das sein? Ja, Mann, ich wollte meine Teamkameraden einsetzen, natürlich geht es nicht mehr. Ist ja klar. Du. Naja. Bagalu! War ein netter Versuch, oder? Nice try, aber mehr auch nicht. Kimimaro. Ich frage mich gerade, ob die Kombination da mit Killer Bee und seinem Bruder und dann noch Itagui oder nehme ich da einen anderen. Gegner von der Roche, ja. Aber halt mit dem zweiten Teampartner, ob das so eine gute Kombination ist. Der ist zwar ein Blocker, aber so seine Dichtattacke ist nicht gerade der Renner. Ich glaube fast, wäre Nietzsche besser, oder? Mal gucken. So, was schon in der ersten? Nee, komm schon, jetzt haben wir bereits mal einmal Killer Bee genommen. Nehmen doch gleich nochmal. Es nimmt noch ein Defensivspezialist. Achso. Ja gut, wieso nicht? Das ist doch mal eine neue Teamkombi, sag ich jetzt mal. Toll, doch mal ein Defensiver. Hallo. Mann, geht's wieder doch ein bisschen. Na, oh, scheiße, ich kann den blocken. Er wäre echt noch ein guter Blocktyp, vielleicht der erste Hokage. Vielleicht der erste Hokage, aber auch noch vielleicht. Oh nee. Tja. Vom Orochimaru-Team jetzt zum fast Hokage-Team. Naja. Okay, jetzt unblockt und dann gleichzeitig noch den ersten Hokage vorgeschickt, auch nicht übel. Do. Nicht so schnell blocken! Ups! Das lief nicht so gut, wie ich es gerne gehabt hätte. Na toll, sie wirfte mich auch noch. Nee! Und ich habe Kisame gerade eingesetzt. Na super. Also wenn du werfen kannst, kann ich schon lange, Alter. Natürlich ist jetzt mein Ultimate Jutsu, aber kein Problem. Feuer Jutsu trifft immer. Ja, trifft immer. Sorry Leute, ich bin gerade ein bisschen am Konzentrieren, auch wenn es nicht viel bringt. Ja, wie gesagt, auch wenn es nicht viel bringt. Oh, was soll ich machen? Kann ich nicht mehr ausweichen? Nix. Wow, Mann, ich wollte doch wegspringen. Ausweichen geht jetzt auch nicht mehr, das ist natürlich sehr schön.
Ja, das wird schon lustig. Da man eine Revanche natürlich, wieso auch nicht? Vielleicht auch schon die letzte für diese Folge, meine Fresse. Ey, ja. Der Charakterwechsel, wie sieht's aus? Ah, Charakterwechsel. So, jetzt aber meine Fresse, jetzt sind wir wieder mit. Nein, nicht so. Mein Auto, gut. Was nachgehalten? Ja, ist schön und gut, Antwort von Mutter später. Wenn ich Zeit habe, Nietzsche als Blocker. Und zum Angreifen, Kisame ist aber eigentlich gut sein, oder? Ja, nehme ich doch immer einen Karten. Weißt du was, versuch's mal mit Kimimaro. Wenn er wieder so ein Spammer ist, wo ist der überhaupt? Ah, da unten. So, Angriffstyp Kimimaro und freie Auswahl. Gegen Temari, gegen eine Frau. Ja. Wir sagen lieber nichts. Jetzt verlieren wir ja schon ein bisschen Pein, aber. Was ist los? Wow, jetzt hat er gerade auf nachgeschaut. Aber kann es sein, dass die. Also irgendwie hat das Gefühl, ich bin jetzt besser dran als beim letzten Mal. Wow! Irgendwie habe ich das so Gefühl. Kann natürlich auch irren. Genau, das habe ich gemeint. Mann, ich habe das ganze Verfolgungsangriff gemacht. Mann, ich hasse das, wenn das nicht funktioniert. Er hat doch zwei Strich. So schwer kann die Verbindung doch nicht sein. Ja. Ja, wie lange geht das noch gut? Ich weiß es nicht, Freunde, ich weiß es nicht.